Moin Moin Sigrods-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost auf dem Infotainment-Portal rund um World of Warships, nämlich dem Sigrods-Kanal. Moin Moin. Ja, rechts seht ihr eingeblendet, welche Themen wir heute haben. Keine Flaschenpost vergeht ohne neuen Hotfix in der aktuellen Zeit rum um den CV-Rework. Wollen wir ganz kurz gucken, was uns der neue Hotfix denn dann bringt. Sind nur 4 Punkte. Möge man sagen, aber sie werden bestimmt gewissen Einfluss auf unsere zukünftigen Gefechte haben. Also erstmal, der Server wird vom 12. Februar 5 Uhr bis zum 12. Februar 6 Uhr für euch nicht verfügbar sein, denn da wird dieses Update 0802 aufgespielt. Also morgen früh nicht wundern, wenn er nicht reinkommt. Oder vielleicht auch runtergeschmissen werdet, wo er von der Spätschicht kommt oder Nachtschicht oder Frühschicht oder wie auch immer. Also, welche Änderungen werden denn vorgenommen? Und zwar werden hohe Schadensspitzen der Explosion auf der Tierstufe 8 abgeschwächt sozusagen. Das war ein Fehler in der Berechnung des Schadens und der wird jetzt eben überarbeitet, sodass T8-Flieger jetzt wieder ein bisschen mehr von diesen Explosionen aushalten sozusagen. Der nächste Punkt ist die Schadenskurve der Explosion, nämlich von der Tierstufe 4 hoch zur T-Stufe 10. Der wird jetzt angepasst. Also ich denke mal, der Bogen wird am Anfang ein bisschen flacher sein und zum Ende doch ein bisschen deutlicher zunehmen. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es da dann eine Art Schwierigkeitskurve gibt, sozusagen. Am Ende ist es schwieriger als am Anfang. Außerdem wird ein Fehler behoben, der in der Berechnung des Schadens pro Sekunde existierte. Und so könnten, das weiß man jetzt am Ende nicht genau, daraus resultieren Änderungen am Schaden pro Sekunde von 5% von bis zu 5% auf allen Schiffen. Wir wissen nicht, wie viel Prozent auf jedem einzelnen Schiff und wir wissen jetzt auch nicht, ob Plus oder Minus. Wir wissen nicht, ob ihr jetzt mehr Schaden macht oder weniger Schaden. Ist es also pro CV oder pro Schiff? Das werden wir dann erst rausfinden müssen ab morgen, nämlich 6 Uhr, wenn die Server wieder online sind. Gleichzeitig wird dieses Update genutzt, um eben Veränderungen an Schiffen herbeizuführen, die jetzt im Moment getestet werden, nämlich von den Kontributoren, Supertestern und allgemeinen Testern, die auf dem Live-Server unterwegs sind. Nämlich die Virus Unitas, die Exeter, die Yahagi und die Neustra Shimi. Welche Änderungen wurden da jetzt durchgeführt? Das schauen wir uns jetzt an. Fangen wir direkt oben an. Unser neues T5-Schlachtschiff. Hier wird es noch als deutsches Schlachtschiff geführt. Wir wissen selbst aus der Vergangenheit schon, dass da schon gesagt wurde, es könnte einen Nationenwechsel geben. Wir vermuten, dass es vielleicht ein österreichisches oder österreich-ungarisches Schiffchen wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall zu den paneuropäischen Schiffen, zu der paneuropäischen Nation dann hinzugezählt wird. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, weil die ja auch vor einiger Zeit schon mal angekündigt waren und wir bis jetzt noch keinen Vertreter auf dem Live-Server diesbezüglich haben. Der Sigma-Wert, der mit dem Upgrade des Schiffes von T4 auf T5 auf 1,8 festgelegt wird oder wurde, wird jetzt wieder verringert, nämlich auf 1,65. Außerdem wird der Parameter der Reparaturmannschaft verändert, nämlich wie folgt. Der Schaden, den ihr wiederherstellen könnt von der Kasematte, das ist direkt die Ebene über der Zitadelle, der verändert sich, der reduziert sich nämlich von 50 auf 40%. Wenn ihr jetzt einen Zitadellentreffer erleidet, könnt ihr standardmäßig in World of Warships 10% des Schadens, der in der Zitadelle hängen geblieben ist, sozusagen wiederherstellen. Und mit der neuen Überarbeitung der Reparaturmannschaft könnt ihr dann aber 33% wiederherstellen. Also seid ihr da wieder ein bisschen überlebensfähiger. Ihr könnt mehr Trefferpunkte aus dem Schiff wieder rausholen. Wie gesagt, soll der ganzen Geschichte ein bisschen entgegenwirken. Schlachtschiff ist sehr genau, hat ja auch relativ viele Geschütztürme drauf und relativ viele Rohre. Da soll mit der Verringerung des Sigmas dem entgegengewirkt werden und mit der Veränderung der Reparaturmannschaft soll so ein bisschen an der Überlebensfähigkeit gebalanced werden. Also wenn es jetzt zum Beispiel durch HE-Granaten und so eine Sachen ist, dann könnt ihr damit eben nicht ganz so viel wiederherstellen. Aber wenn ihr Zitadellentreffer kassiert, nämlich durch HP-Munition der Gegner, dann könnt ihr dafür wieder ein bisschen mehr herstellen. Das kann man eigentlich so festhalten. Nächster Punkt sind dann die britischen Kreuzer oder der britische Kreuzer Exeter, auch auf der Tierstufe 5. Denn da gibt es so ein bisschen einen Nerf, wenn man dazu sagen möchte. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird verlängert von 12 auf 15 Sekunden und das wird so ein bisschen den Pendant der Klasse herbei, also orientiert sich daran so ein bisschen. Die Furutaka hat nämlich eine ähnliche Nachladezeit. Und der Nebelwerfer wird entfernt, weil die Kombi aus 203 mm, weil wir haben ja einen schweren britischen Kreuzer und keinen leichten, und
Reparaturmannschaft sowie dem Nebelwerfer, die war einfach zu stark. Die Kombi wäre richtig krass ausnutzbar gewesen. Und deswegen haben sie sich entschlossen, den Nebelwerfer von diesem Schiff zu entfernen. Und ja, nur noch die Reparaturmannschaft in Freundschaft mit den 203 mm sozusagen auf dem Schiff zu verbauen. Das nächste Schiff, was hier weiter jetzt in dem Fall sogar gebufft wird, heißt dann Yahagi, auch Tierstufe 5, japanischer Kreuzer. Auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da wurden ja auch schon ein paar Änderungen durchgeführt an dem Schiff. Hier ist jetzt ein Buff. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird von 10 auf 9 Sekunden reduziert. Und dann kommen wir zu unserem neuen Stahlzerstörer, der demnächst ins Spiel kommt. Nämlich auf der Tierstufe 9 ein sowjetischer Zerstörer, Torpedozerstörer. Der kriegt einen Buff bei der Reparaturmannschaft. Nämlich, dass ihr 60% der erlittenen Schäden wiederherstellen könnt. Also 60% des Schadens, den der Zerstörer erleidet, ist mit der Reparaturmannschaft wiederherstellbar. Und das dauert jetzt auch nicht mehr so lange, sondern dauert nur noch 20 Sekunden anstatt 28 Sekunden. Und der nächste Punkt ist, in den 20 Sekunden könnt ihr pro Sekunde 2% eurer maximalen Trefferpunkte des Schiffes herstellen. Das ist ein richtig krasser Wert und das wird dem Schiff definitiv zu einer deutlich längeren Überlebensfähigkeit im Kampf gegen andere Zerstörer zum Beispiel zur Verfügung stellen. Ja, durch den großen Wendekreis, hier schreiben sie es auch, hatte sie einfach das Problem, dass sie im Kampf gegen andere Zerstörer oft Nachsicht hatte und ja, mit der Reparaturmannschaft, die sie vorher hatte, auch diese Sachen nicht so richtig ausgleichen konnte. Mit der neuen Reparaturmannschaft soll das jetzt eben wieder so sein, dass das auch ausgeglichen werden kann. Und jetzt kommen wir nochmal zu sozusagen Schiffsänderungen oder Schiffsvorstellungen, möchte man sagen. Und zwar zum ersten russischen Schlachtschiff der Tierstufe 3, was ich euch heute ein bisschen näher bringen will. Nämlich die, jetzt wird es schwierig, Knys oder Knyaz Suvorov. So spricht man das wohl. Ja, hier ist das Bild, ein Dreadnought, also Dreadnought-Klasse sozusagen, die Art und Weise, wie sie damals halt gebaut wurden, war ja so ein bisschen, die Dreadnought-Klasse war ja quasi damals das Vorbild und hat diese Rüsten erst ausgelöst und auch hier wurde sich so ein bisschen daran orientiert. Wir schauen jetzt einfach mal, ich lese euch immer oder gebe euch immer die besten Werte, also die beste Ausbaustufe des jeweiligen Schiffes so ein bisschen durch. Also, hier haben wir jetzt Gesundheitspunkte oder Health Points oder Trefferpunkte, wie auch immer man das ausdrücken möchte, 37.900. Die Geschütze, die hier montiert sind, zwei vorne, dann haben wir jeweils zwei an der Seite und eins nach hinten. Die können 14,6 Kilometer schießen und die haben ein Kaliber von 305 mm. Jeder Geschützturm hat zwei Rohre, seht ihr. Ja, Maximum Speed, also Höchstgeschwindigkeit 22 Knoten. Der Wendekreis beträgt 650 Meter bei 9,7 Sekunden Ruderstellzeit. Ihr werdet jetzt darauf mal so ein bisschen achten, denn die Ruderstellzeit ändert sich nicht signifikant bis zur Tierstufe 7. Die Schiffe sollen als sehr, sehr wendig bleiben im Spiel und werden daraufhin so leicht an der Panzerung, werden sie wohl ein bisschen verwundbarer sein. Das ist sozusagen die Ausrichtung der russischen Schiffe. Flexibel, relativ zügig, wendig, aber eben nicht so super doll gepanzert, wie jetzt zum Beispiel bestimmte deutsche Schiffe als Vorschlag, was man da jetzt einfach mal mit vergleichen kann, ne? Wir haben jetzt hier eine Oberflächenerkennbarkeit von 11,7 Kilometer. Ihr könnt 14,6 Kilometer schießen. Ist auf T3 auch schon relativ weit, wie ich finde. Und ja, der Gap dazwischen sind eben knapp 3 Kilometer zwischen Erkennbarkeit und der Schussweite. Dann kann man auch sagen, die Turmdrehzeit beträgt 56,2 Sekunden und die Nachladezeit ist jetzt hier bei 32 Sekunden angegeben. Der Sigma-Wert von 1,7, der zieht sich auch durch alle Schiffe durch. Von Tierstufe 3 bis 7 ist der Sigma-Wert immer 1,7. Ja, AP und HE kann ich hier nochmal kurz durchgeben. 4500 Trefferpunkte oder Alpha-Damage macht die HE-Granate mit 33% Brandwahrscheinlichkeit und die AP-Granate macht 8600 Alpha-Damage. Wichtig bei diesen ganzen Werten, die ich euch jetzt gesagt habe und auch die jetzt noch kommen, das ist alles Work in Progress, das heißt, das kann sich alles noch und jederzeit verändern. Ihr werdet es natürlich hier bei uns auf dem Seekreuz-Kanal dann erfahren. Das nächste Schiffchen ist dann hier die Gangut. Blättern wir hier mal um und kommen dann zu diesem Dampfer. Der erinnert mich doch gleich ganz stark an der Oktoberrevolution.
Ist wahrscheinlich auch nicht zu verkennen. Passt ja auch Tierstufe 4, Standardforschungsschiff. Tierstufe 5 ist dann die Oktoberrevolution. Und wir haben auf dem Schiff dann 40.500 Trefferpunkte mit einer Schussreichweite von 15,5 Kilometer. 4 Türme mit 3 Rohren je Turm und ja, 305 mm Kaliber wie auf dem T3-Schiff. 23 Knoten schnell ist der Dampfer, 10,2 Sekunden ist die Ruderstellzeit mit einer Wendekreis von 660 Meter. Erkennbarkeit liegt bei 10,6 Kilometer, also da ist der Gap sogar noch größer geworden, da habt ihr 4 Kilometer Gap zwischen Sichtbarkeit und Schussweite. Dann haben wir hier die Hauptbatterien, die ebenfalls mit 56,2 Sekunden Drehzeit für 180 Grad Wende angegeben sind und 32 Sekunden ist die Nachladezeit. Die restlichen Werte sind alle so wie in der T3-Stufe bei AP und HE-Granate. Auch die Brandwahrscheinlichkeit ist unverändert unter Sigma-Wert, wie ich schon anfangs sagte. Was hier aber nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, und da komme ich jetzt gerade erst drauf, der Verbrauchsmaterial wird jetzt hier zum Beispiel bei der Gangut schon angegeben, mit nur 3 Aufladungen beim Schadensbegrenzungsteam. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht unendlich Verbrauchsmaterial auf den russischen Schlachtschiffen haben in Sachen Brände löschen, Flutung oder wie auch immer. Ja? Die sind zwar relativ schnell wieder verfügbar, also hier bei der Gangut jetzt angegeben mit 40 Sekunden Aufladezeit, also Cooldown, bis sie wieder verfügbar sind. Und sie sind 20 Sekunden lang aktiv, aber ihr habt, wie gesagt, 4 Aufladungen. Da bin ich mal gespannt, ob sich das dann auch bis in den Forschungsbaum durchzieht, ob das wirklich so kommt. Und das ist dann ja nochmal eine ganz andere Sache und eine ganz, ganz anders zu fahren als alle anderen Schiffe und eine einmalige Sache in dem Fall. Ja, wie gesagt, das ist die Gangut oder Gangut. Der nächste Punkt ist dann die Pjotr Veliki. Die kommt nämlich hier. Und da gibt es dann auf dem besten Rumpf 51.100 Trefferpunkte mit einer Schussreichweite von 16,6 Kilometer. 4 Türme A2 Rohre, 356 mm haben wir hier verbaut. 29,5 Knoten und damit eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit für die Tierstufe. Und ja, Wenderadius 800 Meter, Ruderstellzeit 11,5 Sekunden. Zur Hauptbatterie kann man sagen, die wird jetzt langsam, aber ein bisschen besser. Langsam aber sicher. 11 Sekunden haben wir gespart. 45 Sekunden ist die Turmdrehzeit jetzt. Und wir haben 30 Sekunden Nachladezeit. Sigma ist unverändert, aber die HE-Granate durch die Verstärkung des Kalibers, also Erhöhung des Kalibers auf 356 mm, hat sich natürlich HE und AP-Schaden verändert. Da haben wir jetzt 5200 bei einer Brandwahrscheinlichkeit von 38%. Und der Alpha-Schaden ist jetzt hier mit 10.500 Punkten angegeben. Und auch hier hat das Consumable, also das Verbrauchsmaterial, Schadensbegrenzungsteam, ja, eine Begrenzung, nämlich 4 Premium und 3 bei Standard-Verbrauchsmaterial. Also durchaus eine Herausforderung, wenn man dazu sagen möchte. Der nächste Punkt ist dann die Ismael. Und zwar hier zu sehen. Auch wieder so ein bisschen, sieht aus wie eine Fortentwicklung der Oktoberrevolution. Der Rumpf ist so ein bisschen optimiert, könnte man sagen. Ja, und die Geschützturmanordnung ist doch sehr ähnlich wie vorher. Bei der Oktoberrevolution, respektive dann hier auch bei der Gangut, sieht schon noch ein bisschen ähnlich aus. Ne? Gucken wir uns doch mal an, was wir dann hier bei der Ismael an Möglichkeiten haben. Da sind wir dann beim besten Rumpf bei 55.900 Trefferpunkten. 17 Kilometer ist die Schussreichweite. Wir haben 4x3 Türme mit 356 mm Kanonen, die dann quasi identisch sind von den Werten her mit dem T5-Schiff. Und wir haben 28,5 Knoten, 830 Meter ist der Wendekreis, 12 Sekunden ist die Ruderstellzeit. Die Oberflächenerkennbarkeit und die Reichweite schrumpfen jetzt wieder, dieser Gap dazwischen. Wir sind jetzt hier bei 15,2 Kilometer bei der Oberflächenerkennbarkeit und 17 Kilometer ist eben die Reichweite, also haben wir nur noch 1,8 Kilometer als Unterschied dazwischen. Bei den Hauptbatterien ist alles, wie ich eben schon sagte, gleich geblieben. Sigma-Wert, Turmdrehzeit, Nachladezeit beträgt jetzt hier 30 Sekunden. Das ist vielleicht eine Änderung im Vergleich zu dem vorherigen Schiff, aber die restlichen Werte sind komplett identisch. HE und AP-Schaden verändert sich nicht. Auch die Brandwahrscheinlichkeit ist konstant geblieben.
Und jetzt kommen wir zum T7-Schiff und das soll das letzte Schiff in dieser Flaschenpost sein. Die Shinob, so wird es, glaube ich, ausgesprochen, da in der Sowjetunion bzw. in Russland es nicht so gesprochen werden kann, wie wir jetzt sprechen. So, wir haben jetzt zwei Türme vorne, ein Turm hinten und es ist das erste gleich, was auffällt sozusagen von der Ismail zur Shinob, dass da die weniger Geschütztürme dabei sind. Allerdings haben die Geschütztürme das durchaus in sich. Fangen wir doch erstmal damit an, dass wir hier 65.000 Trefferpunkte auf dem Rumpf haben, in dem besten Rumpf natürlich. Eine Schussreichweite von 17,7, fast 17,8 Kilometer. Und jetzt kommt's, wir haben drei Türme, zwei vorne, einen hinten, jeweils drei Rohre mit 406 mm. Und damit auch ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr hohes Kaliber für diese Tierstufe, so wie bei der Nelson zum Beispiel. Ja, Maximum Speed, also Höchstgeschwindigkeit 29 Knoten, Wendekreis fast ein Kilometer jetzt, 960 Meter, Ruderstellzeit 12,9 Sekunden, also wie gesagt, sehr, sehr wendig. Oberflächenerkennbarkeit 15,02 Kilometer und wie gesagt, ihr kommt 17,7, jetzt wird der Gap zwischen Sichtbarkeit und Schießreichweite wieder ein bisschen größer. Und das nächste ist dann die Hauptbatterie, da können wir noch ein bisschen was zu sagen. Turmdrehzeit 30 Sekunden, Nachladezeit 33 Sekunden. Der Alpha-Schaden bei HE 5850 mit 41% Brandwahrscheinlichkeit und der Alpha-Damage bei AP 12950 Trefferpunkte sozusagen. Ziehen sie euch ab, wenn sie euch in der Zitadelle treffen und ja, dann gibt es ja 100% des Alpha-Schadens. Ne? Und hier, wie bei vorherigen Schiffen auch schon, die Zündverzögerung ist überall 0,033 Sekunden. Das ist vielleicht noch so eine Sache, die man nochmal erwähnen sollte. Ja. Das ist das, was man zu diesen Schiffen aktuell sagen kann. Zur Luftverteidigung kann ich noch nicht so viel sagen. Das ist ja, wie gesagt, sowieso alles Work in Progress, was wir euch jetzt erzählt und auch gezeigt haben. Das kann sich alles noch verändern. Auch die Consumables, die auch hier wiederum nur begrenzte Aufladungen und Verwendbarkeiten haben, nämlich 3 und 4 beim Schadensbegrenzungsteam. So, und jetzt sind wir durch mit unserer heutigen Flaschenpost. Ich hoffe, waren wieder ein paar interessante Sachen für euch dabei. Wenn dem so ist, ich freue mich immer über eure konstruktive Kritik, über eure Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über euer Abonnement freuen. Und ja, natürlich eure Weiterempfehlung. Wenn ihr uns toll findet, dann finden uns eure Freunde möglicherweise auch toll und kennen uns noch gar nicht. Da würde ich sehr besonders stark für dankbar sein, wenn ihr uns dann auch weiterempfehlt. Und ja, Kommentare, Feedback immer gern gesehen. Ich freue mich jeden Tag darauf, wenn ich Kommentare unter meinen Videos finde hier. Die lese ich nämlich ganz gerne in der Bahn, wenn ich auf dem Weg zu meiner Arbeitsstelle bin oder wieder von der Arbeitsstelle zurück nach Hause. Beschäftige mich immer ganz gerne mit euren Kommentaren und lese die auch ein, zwei Mal den gleichen Kommentar nochmal. Einfach, wenn die Antwort komplexer ist, dann muss man sie ab und zu mal nochmal doppelt lesen sozusagen. Nein, wie gesagt. Ich danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr konntet euch wieder ein bisschen weiterhelfen in World of Warships. Und ja, mit der nächsten Flaschenpost gibt es dann wieder neue Themen. Und so seid ihr zumindest darüber informiert, dass es morgen eine Downtime geben wird, während es bei manch anderen vielleicht noch gar nicht angekommen ist. Ne? In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Siegrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Macht's gut. Ciao, ciao.